Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Bootcamp mit dem Namen Fiverr. Das Fiverr Bootcamp geht anders wie die sonstigen Bootcamps. Ihr seid das ja sonst gewohnt, diesen 7-Tage-Rhythmus. Das Fiverr Bootcamp, wie der Name schon sagt, geht halt nur 5 Tage. Dafür haben wir uns dann mal so ein langes Wochenende verdient. Denkt nochmal dran, nach dem Fiverr Bootcamp machen wir nochmal hier 14 Tage Pause. Zumindest was die Bootcamps betrifft. Ihr hier, die bei mir in der Gruppe sind, machen wir in diesen 14 Tagen trotzdem was. Ich werde irgendwie versuchen, in diese 14 Tage unseren Workshop zu legen, weiß aber noch nicht den genauen Termin, weil, wie gesagt, ich die Sachen jetzt von Builder All 3.0 erstmal ein- und nacharbeiten muss. Bin gerade angefangen, die ersten Training-Videos zu machen fürs Canva und so weiter. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das dann in diesen 14 Tagen trotzdem dann machen können. Ja, heute, wie gesagt, Fiverr, erster Tag. Ja, was machen wir auf Fiverr? Kennt ihr die Plattform? Habt ihr da schon mal was von gehört? Habt ihr eine Vorstellung, was das überhaupt ist und worum es da überhaupt geht bei Fiverr? Gerard sagt nein. Michael auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal einmal Fiverr an. Dann wissen wir auch, wovon wir sprechen. Ich gebe mein Bildschirm mal wieder frei. Mache hier mal meinen Browser auf. So, und dann gehen wir hier mal zu Fiverr. Ja, Fiverr, der Name Fiverr kommt halt vom amerikanischen hier, Fiverr. Das hat so den Ursprung bei Fiverr, weil es damals eine Plattform war, da gab es halt alles immer, es fing immer ab $5 an. Also, ne, man konnte hier Dienste kaufen für ein Fiverr eben. Ja, daher der Name Fiverr. Und ja, jetzt sind wir hier in der Fiverr-Webseite auf der Oberfläche. Und jetzt könnt ihr sehen, hier bei Fiverr kann man verschiedene Dienstleistungen sowohl selber online stellen, als auch zukaufen. Viel, was mit im digitalen Bereich ist. Er schlägt hier so Sachen vor, guck, I will get you qualified leads with contact information oder I will design eye-catchy YouTube Thumbnail, also YouTube-Bilder stellt sie her, ne? Sie hat irgendwie eine Lead-Generation-Liste, so eine E-Mail-Marketing-Liste. Guck, hier ist einer mit Web-Design, I will create a wonderful and function website for you. Den kenne ich zufällig hier, da weiß ich, der arbeitet mit Builder All. Können wir uns nachher mal genauer angucken. Ja, also der baut hier Webseiten und nimmt dafür auf Fiverr 120 Euro. Und der baut die auch mit Builder All, so wie wir auch. Können wir uns wirklich nochmal, ich mache den mal hier in einem Tab auf, dann vergessen wir das nicht. Ja, also ihr seht, hier gibt es die verschiedensten Dienstleistungen, kann man dazu kaufen. SEO-Optimierung, E-Mails, ihr könnt euch E-Books schreiben lassen, es gibt Ghostwriter, es gibt YouTube-Profis, ihr könnt euch Logos herstellen lassen, ihr könnt komplette Webseiten machen lassen, ihr könnt Sales Funnels kaufen, von bis. Ne? Hier gibt es E-Mail Marketing Service. Guck, hier baut einer Webseiten für Wix. Dann hier professionelle Broschüren herstellen lassen, was auch immer. Logos und sowas. Ich kann auch hier oben einfach was eingeben, wenn ich was suche und sage zum Beispiel, ich möchte ein Logo herstellen und dann bietet er mir hier an, Logo Design, Animation, Business, Minimal. Also ich gehe mal hier einfach so auf Logo und jetzt zeigt er mir hier die Gigs, ja, so heißen die Aufträge oder die Angebote in Fiverr, die nennt man Gigs. Und jetzt zeigt er mir hier in diesem Fenster halt die ganzen Gigs an. Also er hat hier, wir sind auf Seite 1 von 48, es gibt hier über 101.000 Ergebnisse für Logo. Also ihr seht auch, da ist eine reichhaltige Auswahl und dann von bis. Da ihr das so noch gar nicht kennt, möchte ich mal darauf eingehen, wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich mir ein Logo machen lassen möchte, hier auf Fiverr. Dann gehe ich folgendermaßen vor. Ich gebe hier oben ein Logo, wie schon geschehen. Sag Search, auch das haben wir schon gemacht. Und dann gucke ich hier links in diesem Menü und gucke jetzt danach, was brauche ich denn? Habe ich Zeit, hier Delivery Time, oder brauche ich das ganz fix? Dann würde ich mir da entsprechend einen Haken reinmachen. Ich sage mal, wir haben Zeit, dauert. Oder wir sind früh genug dran, es kann ruhig ein bisschen dauern, ist nicht schlimm, also anytime, ein bestimmtes Budget gebe ich jetzt mal hier nicht vor
Und jetzt ist eigentlich der spannendste Punkt hier, ist hier unten Seller Rank. Ja, also der Rang des Verkäufers. Und da könnt ihr auswählen zwischen New Seller, das sind also Leute, die jetzt neu sind hier auf Fiverr und noch nicht so viele Bewertungen und noch nicht so viel Reputation haben. Rated Seller, die sind schon alle bewertet worden mit einer Bewertung. Und Top Rated Seller sind eben die Top-Leute hier auf Fiverr. Und natürlich ist es dann auch so, ich sag mal, die New Seller sind meistens eher so das günstige Segment, die Rated Seller so das mittlere Segment und die Top Seller dann natürlich das auch meistens das teuerste Segment. Das muss aber nicht immer so sein. Das ist das Interessante auf Fiverr. Ja, das muss nicht so sein. Das kann auch sein, dass der Top-Seller noch günstiger ist wie ein Rated oder ein New-Seller. Das hängt wirklich immer sehr stark von der jeweiligen Dienstleistung ab. Ich sag mal einfach hier, wir gucken uns mal im Moment nur die Top-Seller an. Dann kann ich mir auch noch ausgucken, was für eine Sprache soll der Dienstleister sprechen. Und da wird es dann hier wieder auf Deutsch, ihr seht schon, wird es dann arg wenig. Ja, bei Englisch sind es 418 Ergebnisse. Wenn ich auf Deutsch gehen würde, würde er nur noch 17 anzeigen. Nur weil der Deutsch spricht, heißt das nicht, dass das jetzt ein Deutscher ist oder ein Deutscher macht. Das kann genauso gut ein Inder sein, der ein bisschen Deutsch spricht oder irgendwie. Ja, nur dass er da so ein bisschen Hintergrundinfo habt. Ja, ich, wie gesagt, habe hier jetzt die Top-Rated Seller ausgesucht. Ich könnte jetzt auch noch sagen, weil es halt 17 gibt, wir nehmen vielleicht mal nur die, die Deutsch sprechen. Und jetzt habe ich hier so eine Auswahl und kann mir dann hier erstmal einen groben Überblick verschaffen. Und zwar seht ihr jetzt hier unten immer diese Bewertung, die Sternebewertung. 5,0 ist natürlich tadellos. Das heißt, der hat bei 282 Bewertungen nicht mal einen Stern weniger gehabt. Also keine 4,9, sondern eine glatte 5,0. Das heißt also, der ist wirklich, der wird perfekt arbeiten. Genauso wie dies hier, 5,0 bei 403 Bewertungen. 4,9 bei 633 halte ich immer noch für Top-Werte. Guckt ihr, hier hat sogar mehr als 1000 Bewertungen und dabei 4,9. Und so könnt ihr dann mal gucken. Und ihr seht auch hier, dass die Preise natürlich ganz stark schwanken von 93 Euro, 32 Euro, 41, 37. Hier haben wir was für 13. Ja, also so kannst du auch, sag ich mal, ein bisschen gucken und steuern, auch je nach was Budget, was für ein Budget du hast oder veranschlagen willst auch. Und ich muss sagen, also selbst diese relativ günstigen Sachen sind meistens doch ziemlich gut. Wenn ich mir dies hier jetzt zum Beispiel angucke für 13,95, jetzt klicke ich da drauf. Und jetzt kann ich mir hier genauere Infos dazu angucken. Und zwar einmal hier links sehe ich jetzt diese Vorschau. Er hat da sogar ein Video zu hinterlegt. Also ihr seht, auch hier habe ich dann wieder verschiedene, guck, es gibt sogar noch mehr Videomaterial, halt von seinen Arbeiten hinterlegen die hier immer so Muster. Und so könnt ihr euch angucken, ob ihr das, was der so macht und herstellt, ob ihr das mögt. Na, wenn ich jetzt sage, ach nee, da war jetzt meins überhaupt nicht bei, dann springe ich halt wieder zurück und suche mir vielleicht gerade den im nächsten aus, keine Ahnung. Das war ja jetzt hier auch mehr mit Logo Video. Wenn ich jetzt vielleicht nur Logo will, keine Ahnung. Was nehmen wir mal hier, nehmen wir ihn hier mal. Und jetzt kann ich mir hier zum Beispiel auch wieder die Muster oder Entwürfe, die der schon gemacht hat, durchgucken und sehe dann, mag ich das grundsätzlich vom Style her oder eben nicht. So, und dann seht ihr hier unten drunter, gibt es immer verschiedenste Packages. Ein Basic Package, ein Standard und ein Premium. Und ihr könnt dann immer sehen hier, was das kostet und was das an Leistung beinhaltet. Hier wäre jetzt drin ein professionelles Logo, und also das Konzept dafür. Dann Vektorfiles. Vektorfiles braucht man für, wenn ihr
Logos auf T-Shirts, Cappies und sowas drucken wollt, drauf sticken lassen wollt, dann braucht ihr immer Vektorfiles. Ja, das sind also die 3D-Grafikdaten, wenn man so will. Ja, High-Q-Images, High-Quality-Images und hier, er bietet Unlimited Revisions an. Das heißt, das wird so oft überarbeitet, bis du sagst, ja, jetzt ist es perfekt, so gefällt es mir. Ja, und das für 37,21 muss man sich halt immer überlegen, ob man es selber kann für den Preis in so einer Qualität oder nicht. Ich finde es wirklich Fiverr da immer sehr, sehr hilfreich, sehr unterstützend. Ich lasse auch ganz viele Sachen machen, viele Logos machen. Und das muss halt eben auch nicht immer so mega teuer sein. Ja, hier, dann hat er das nächste Paket: Standard, zwei Professional Logo Concepts, Vektorfiles, IQ, Priority Support und Unlimited Revisions. Achso, dann gibt es hier unten noch Delivery Time. Kann man noch auswählen in 2 Tage oder wenn du es schnell brauchst, in einem Tag, aber dann zahlt es eben auch einen Aufpreis. Ja, und wenn ich da jetzt irgendwie was von machen wollte, würde ich hier auf Select gehen. Ihr könnt hier unten weiter scrollen. Hier sind dann nochmal wirklich Einzelheiten auch zu den Gigs. Also Gigs sind hier die Aufträge eben. What you all get for $40 Basic steht dann hier nochmal genau beschrieben. Important. Mascot Character Logo kostet einen Aufpreis, wenn man das in dem Mascot Logo Format haben will. Ja, if you need additional modifications, I will send you a custom offer. You have to fill a brief as best as possible, not accepting order with low information und so weiter. Complex Logo Cluster. Ja, also er beschreibt dann hier nochmal eben die Details seiner Leistung, was wichtig ist und was er nicht akzeptiert, ne? Weil er das dann nicht entsprechend herstellen kann. Dann ist hier nochmal angegeben, in was für einem Format er die Sachen liefern kann. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, damit ihr kompatibel seid. Ja, er liefert das hier in AI. Das ist dann quasi das Photoshop-Originalformat, wenn man so will. Dann JPEG, PDF, PNG, PSD und EPS. Das sind eigentlich so alle gängigen Grafikformate und Dateiformate, die man so hat. Das ist schon relativ vollständig, würde ich sagen. Ja, dann gibt es hier noch so eine Empfehlung. Frequently asked questions. What if I'm not satisfied with my final design? Ja, so ist ein Social Media Kit inklusive. Und sowas, ne? Und dann seht ihr hier die Reviews, was die Leute dazu schreiben, wie viele Punkte die vergeben haben und was die einzeln dazu schreiben. Ja. Das ist Fiverr, genau. Hier rechts seht ihr dann nochmal, wie dort den, das ist der hier, der das macht. Da habt ihr nochmal Infos zu dem. Der kommt jetzt hier zum Beispiel aus Bosnien-Herzegowina, ist hier auf der Plattform seit 2014, reagiert meistens innerhalb von 3 Stunden und braucht meistens nur ja, 1 Stunde, um zu liefern. Und auch hier gibt es dann wieder. Aber hier steht jetzt nicht so viel. Guck, er schreibt hier dann nochmal was zu sich hier, zu Sky Designer. We are a team of designers with more than 5 years of experience in logo design. We have worked together for more than 5 years with more than 17,000 successful projects. Ja, gucke. Und so könnt ihr halt zu den Gigs, zu den Aufträgen immer so ein bisschen Informationen euch dann auch anzeigen lassen. Und darüber dann hoffentlich herausfinden, ob das Richtige für euch ist oder nicht ist. Also da gibt es wirklich alles Mögliche zu hier. Was weiß ich, wenn ihr für ein YouTube irgendwie ein Intro braucht oder oben das Banner oder ein Thumbnail für euer Video, könnt ihr hier auch auswählen. Guckt dann, also es gibt hier eigentlich fast auf Fiverr nichts, was es nicht gibt, was man irgendwie im Bereich Online-Marketing, Digital-Marketing brauchen kann, gibt es auch auf Fiverr. Ja, das erstmal dazu. Habt ihr dazu soweit Fragen? Ja, dann möchte ich mit euch heute mal einen Account anlegen. Wir wollen uns ein bisschen mehr mit der Seite beschäftigen, die hier, sag ich mal, euch hier Dienstleistungen raussuchen, die ihr dazu kauft. Das, denke ich, kriegt ihr hin. Das Geld ausgeben ist meistens immer der einfachere Part. Wir beschäftigen uns ein bisschen mehr mit der anderen Seite, Geld einzunehmen hier auf der Plattform auf Fiverr, denn ihr seid mittlerweile durch euer Wissen und durch die Bootcamps in Builderall schon so fit, dass ihr mit aller Ruhe hier auf Fiverr eure Dienstleistungen schon anbieten könnt. Und da sei auch nochmal gesagt, ich kann es echt nur jedem empfehlen, macht das. Ich gebe hier mal ein, Spaß ist halber, Builderall.
So, jetzt zeigt ihr mir alles an, hier in Dienstleistungen, was mit Builderall zu tun hat. Ihr seht, hier gibt es insgesamt nur 185 Ergebnisse, also nicht wie vorhin da diese Riesenzahl. Das ist hier alles relativ überschaubar. Und jetzt gehen wir mal so vor wie vorhin und ich sag mal, ich gucke mir mal Inhalte an in Deutsch. Dann sehen wir hier, ganze 16 Inhalte gibt es. Ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist hier nicht mal eine richtige Seite voll. Seht ihr das? Also auch das ist noch eine Riesenlücke. Und hier könnt ihr auch dann mal so ein bisschen gucken, was machen andere, was nehmen die dafür? Da sage ich aber gleich auch noch mal ein bisschen was dazu. Hier haben wir auch die Seite von vorhin wieder, können wir uns ja auch gerade mal einmal angucken. Ne, hier auch 5-Sterne-Reviews, Top-Mann, gar keine Frage. So, und er macht hier Basic Homepage plus Inhaltsseite für 120 Euro, einfache Webseite in ihrer Branche und Tätigkeit orientiert, Impressum, die DSGVO, ja, so eine, ne, 3 Pages, Design, Customization, Content Upload, Responsive Design, E-Commerce, Functionality, 15 Products. Das bietet er an im Basic-Paket, dann hat er hier auch so ein Upsell-Standard-Paket, Master-Package, Profi-Webseite und dann nochmal ein Premium-Package für 209. About this gig, wofür das ist, oder hier nochmal die Detailbeschreibung dann eben. Er hat auch hier Frequently Asked Questions hinterlegt. Was ist Builderall? Zusammenarbeit mit mir? Wie läuft das? Und so weiter. Na, benötige ich Hosting oder eine Domain? Ja, benötige ich einen Builderall-Account? Genau, sowas würde ich nämlich auch gleich mit drunter schreiben. Ja, dass dieser Preis nur dann geht, wenn der andere schon Builderall hat. Na, und die Seite auch selber online kriegt. Das heißt, du machst wieder nur das Template fertig, schickst ihm das per Mail und fertig. Den Rest muss der dann selber. Sonst kannst du das für den Preis auch nicht. Aber so seht ihr mal, auch das könntet ihr ja. Das ist ja jetzt nichts, was ihr nicht könntet. Eine einfache Webseite in ihrer Branche herstellen. Ihr habt die Bilder auf Vorlagen. Wie das geht grundsätzlich, das Einrichten wisst ihr. Logos einfügen, den Text für denjenigen anpassen. Aufgrund einer Vorlage könnt ihr auch. Könnt ihr hier mal reinstellen. Das Ding ist, Leute, glaubt mir einfach, wenn ihr hier was reinstellt, werdet ihr damit Geld verdienen. Das ist eine Tatsache. Und selbst wenn wir alle, die hier drin sind, wenn wir noch 50 wären bei uns im Kanal jetzt gerade, wenn wir alle da was reinstellen, dann werden wir immer noch alle was verdienen. Noch diesen Monat. Garantiert. Dann möchte ich ein bisschen was Grundsätzliches zu Fiverr sagen. Und zwar, schaut euch an, wenn ihr hier was anbieten wollt. Schaut euch an, was eure Mitbewerber machen, was sie dafür nehmen, dass ihr da so ein bisschen Gefühl für habt. Schaut euch deren Beschreibung an und seid immer einen Tick besser. Ja? Wenn der schöne Fotos hat, macht euren kleines bisschen schöner. Wenn der einen guten Beschreibungstext hat und hat 500 Worte, na, dann benutzt ihr halt 600 Worte und macht den Beschreibungstext ein bisschen besser. Okay? Ja, es hört sich doof an, es ist aber tatsächlich das Mittel zum Erfolg. Das unterscheidet den Pro vom Stümper, oder wie soll ich sagen? Wie werde ich zum Besten? Naja, indem ich halt der Beste bin, besser bin als das, was da ist. Dann, wenn ihr jetzt startet mit Fiverr, ich an eurer Stelle würde es gleich heute Abend noch machen. Den Account anlegen ist nicht schwer und ich zeige euch gleich mal ein bisschen was und dann würde ich das gleich an eurer Stelle heute Abend noch mit starten. Fangt mit kleinen Preisen an, weil am Anfang geht es nicht darum, hier den dicken Reibach zu machen, sondern am Anfang geht es darum, gute Bewertungen zu bekommen. Ihr wollt auch so ein 5-Sterne-Typ sein. Das heißt, kleiner Preis, viel Arbeit, viel Over-Delivery, also mehr liefern, als ihr versprecht, dann sind euch die 5 Sterne sicher. Wenn ihr erstmal ein paar Verkäufe mit 5 Sternen habt, gehört ihr schon zu den Top-Leuten, dann könnt ihr auch die Preise irgendwann langsam anziehen. Aber nur, wenn ihr vorher eine gute Reputation habt, sonst macht es keinen Sinn, dann schießt euch selbst ins Aus. Ich würde bei keinem Website bauen kaufen für 1000 Euro, wenn hier einer für 120 rumrennt, der 8-5-Sterne-Bewertung hat und du hast keine und willst 1000 haben. So ein bisschen klar, was ich damit meine. Also als Nobody sammle ich mir erstmal Sterne. Wenn ich dann 100 Sterne habe und der nächstbeste hat 3,
dann gehe ich vielleicht hin und sage, pass mal auf, was nimmt der? 120, dann nehme ich, wie viele Sterne hat der? 3, ich habe 100, naja, dann nehme ich vielleicht 500. Und weiß, es wird Leute geben, die sagen, ja, der, ne, hat ja auch wesentlich mehr Sterne, das ist wahrscheinlich schon gerechtfertigt. Okay, so ein bisschen von der Psychologie her, denkt mal, wie ihr euch verhalten würdet. Was spricht euch an? Wen sucht ihr aus? Seid der, den ihr aussucht. Okay? Ja, und dann wie gesagt, fangt klein an. Kleine Preise, seht erst zu, dass ihr zufriedene Kunden habt, Reputation. Und dann immer mehr liefern, wie vereinbart. Am besten, genau, man fängt ungefähr so mit $5 an. Ja, so war ja auch mal der Ursprung der Plattform, die ist Fiverr eben. Macht das einfach erstmal mal für einen Fünfer. Hey, was kostet das? Warum Fünfer? Ne? Ihr nehmt dann Euro, nicht Dollar. Dann seid ihr ja ein klein bisschen vorn. Und habt da ein paar Cent dem Amerikaner gegenüber, habt da abgeluchst. Ihr nehmt 5 Euro, der $5. Ja, okay. Dann würde ich sagen, lasst uns mal einfach gerade einen Account anlegen. Ja, gehen wir vor. Ich gehe mal zurück hier auf die Hauptseite. Ich bin hier gerade noch mit irgendwas angemeldet, muss mich gerade erstmal einmal ausloggen. So, ihr geht frisch auf Fiverr, dann sieht das Ganze so aus. Dann gibt es hier oben diesen Join-Button. Ja, dann melde ich mich jetzt mal mit einer E-Mail an. Und zwar nehme ich da mal nehme ich mal die AR. Bilder.deutsch.de. Username. War das richtig? Wenn ich das mich vertippe, dann komme ich gleich nicht rein. Das wäre fatal. Okay, das speichern wir gerade mal. So, jetzt sagt er hier oben, Alexandra Runi, you need to activate your account. Die schicken jetzt eine E-Mail, wieder eine Bestätigungsmail, ne, damit der Account scharf geschaltet werden kann. Ich gehe gerade mal rüber ins Postfach. Dazu muss ich mal ins Bilder-All einmal rein. Ach nee, brauche ich glaube ich gar nicht unbedingt. Wir können auch eben... Vielleicht von hier aus drauf, ja, müsste gehen. Kann ich direkt ins Rainloop. Ich habe mir dafür einen Shortlink gemacht. Da brauche ich nicht erst über die Build-Out-Plattform rein. Ja, dann haben wir einmal das falsche Postfach. Und da brauchen wir dieses Fiverr, Activate Your Account, da ist es schon. Und da klicken wir drauf. Und siehe da. Wir sind in einem neuen Fiverr-Account. Ging ruckzuck, ne? Seht ihr jetzt hier oben an dem A für Alexandra. Und ja, was machen wir jetzt? Wir wollen ja jetzt hier nicht einkaufen, sondern wir machen hier Become a Seller. Wir wollen ja was unsere Dienstleistung verkaufen. Da klicke ich drauf. Ja, work your way. You bring the skill, we'll make earning easy. Ja, wollen wir es hoffen? Nein, das wollen wir nicht nur hoffen, das wissen wir. Dass das so läuft, darum Become a Seller. Und jetzt könnt ihr euch, wer Zeit hat, guckt sich hier natürlich gern die Videos an. Hier ist so ein bisschen Hintergrundinformation, was macht ein Profil erfolgreich, das ist so ein bisschen, sag mal, wie im Social Media auch oder auf YouTube, stellt euch vernünftig dar, vernünftige Bilder und Fotos, ne? Wenn da einer schon so guckt, so, dann kaufst du bei dem auch nicht, also ihr wisst, was ich meine, das muss so ein bisschen... No like trust. Auch hier gilt no like trust. Seid da so ein bisschen vernünftig und seriös unterwegs. Es sei denn, ihr verkauft Witze, dann kann man natürlich auch mal so gucken. Also seid zielgruppenkonform unterwegs, sagen wir mal lieber. Ja, okay. Guckt euch hier die Videos an. Ich überspringe das gerade mal mit Continue. Genau wie hier. Nochmal Continue. Bitte. Und nochmal. Ja. Achso, genau. Jetzt hat er das abgehakt. Punkt 1. Jetzt kommen wir ins Profil anlegen. Ja, dann gebt ihr euren Namen ein. Profilbild. Ja, können wir auch gerade mal gucken, ob ich hier gerade auf die Schnelle eins finde. Das ist da.
Hier von Gerard hätte ich eins. Da haben wir Alexandra, da siehst du mal. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch jetzt. Na, guck mal an. Und ja, hier bei Description, da trage ich jetzt eine Beschreibung ein. Und zwar ist das hier die Personenbeschreibung, also wer ich bin. Na, ihr müsst, wie gesagt, so ein bisschen know, like, trust. Wer bin ich? So, jetzt könnte ich sagen, hi, mein Name ist Alexandra. Ich bin hauptberuflich Erzieherin und bin beruflich als CEO einer Marketingagentur tätig. Expertin für Bilderall und Social Media. Was könnte man denn noch schreiben? Ich bringe Affiliate Marketern und Online Marketern bei, wie sie mit Bilderall einfach ihr Business automatisieren. Irgendwie sowas. Genau. Das soll hier jetzt erstmal reichen. Ihr seht also, man hat hier 600 Zeichen Platz. Ich würde jetzt das nicht so lassen für meinen Account, sondern da würde ich wirklich, gebt euch da ein bisschen Mühe bei. Hier eine halbe Stunde länger zu investieren, macht wirklich Sinn. Schreibt dann vernünftig schönen Text rein. Nutzt die Wortanzahl, die ihr habt, da auch ruhig aus. Das, wie gesagt, No Like Trust erzeugen. Mit zwei Sätzen, hey, ich bin Henrik und ich bin hier der Bilderall-Experte, da lockst du keinen mit hinterm Herd hervor, da ziehst keinen Hering mit vom Teller. Erzählt da ein bisschen was über euch. Ja, Gerard, eine Frage dazu? Ja, aber ich kann dir jetzt ja nur sagen, wenn ich ehrlich bin, dass ich erst 3 Monate Bilderall mache. Ich weiß jetzt nicht, ob das so der Verkaufsschlager wird oder was denkst du darüber? Du bist ja Marketer, also das würde ich so nie sagen. VW sagt ja auch nicht, unser Auto erfüllt nicht die Euro 6 Norm und hat sie betrogen, sondern die sagen ja, das ist alles schicki. Warum willst du denn sagen, dass du erst seit 3 Monaten dabei bist? Also erstens, warum erst und nicht schon, ist meine Frage. Und zweitens, du bist schon eine Experte. Kannst du mit einem Pixel Perfect Webseiten bauen? Ja, also scheinst du ein Pixel Perfect Experte zu sein, zumindest aus meiner Sicht. Für jemanden, der gar nichts kann, bist du ein Experte. Und genau das verkaufst du hier, nicht mehr und nicht weniger. Ne? Trotzdem kannst du ja ins Profil vielleicht reinschreiben, was hast du vielleicht früher schon mal mit Computer gemacht oder ich beschäftige mich mit dem Thema EDV schon seit 20 Jahren. Wie viele von uns, ich sag mal, jeder Gamer beschäftigt sich mit EDV. Und häufig haben die sogar wirklich ein Stück weit Ahnung, weil sie ja sehr hardwarelastig unterwegs sind und deshalb sich ein bisschen auch mit dem Computer und Hardware und Software ein bisschen auch auskennen müssen. Treiberinstallation war früher ein Riesenthema, 3D-Grafikkarten installieren, das Ganze überhaupt vernünftig ans Laufen zu bekommen, die ganze Peripherie und Hardware anzuschließen, zu connecten, Wasserkühlung einzubauen, die Dinger zu übertakten und ich weiß nicht was alles. Also insofern, auch das ist Expertentum für einen Laien, der seinen Computer, ich will das jetzt nicht schlecht machen, ich bitte mich da nicht falsch verstehen, aber für einen Laien, der seinen Computer im Aldi-Markt kauft, bist du ein Experte.
Okay. Und das darfst du da dann auch so schreiben. So sehe ich das zumindest, ja. Und wie sehr du Experte bist oder nicht Experte bist, naja, das sagen ja nachher deine Gigs oder auch deine Bewertungen über dich ein Stück weit aus. Und so sieht ein Amerikaner das auch. Die sind da so ein bisschen freier. Wir haben ja hier auch immer so ein Ausbildungssystem. Das heißt, man muss bestimmte Skills haben, bevor du dich Geselle nennen darfst und bevor du einen gewissen Preis abrechnen darfst. Das sieht ein Amerikaner anders, der sagt, wieso? Wenn du dafür geboren wurdest und bist der geborene, was weiß ich, Rohrleitungsbauer von mir aus und du machst das seit dem 8. Lebensjahr schon im Schlaf, warum darfst du denn nicht mehr verdienen wie jemand, der 60 ist und kriegt es nicht voneinander? Was stimmt mit euch Europäern nicht? Na, wer macht denn hier die gute Arbeit? Er oder er? Warum? Hä? Was stimmt bei euch nicht? Also ein Amerikaner hat da eine ganz andere Sichtweise drauf, wie wir auch. Vielleicht hilft euch das auch noch mal so ein bisschen, euch, ich weiß, für uns Europäer ist das immer doof, sich selbst darzustellen. Und über sich selbst was schreiben war schon immer, na, man muss sich da so ein bisschen selbst, das ist so wie Bewerbungen schreiben. Ja, man sagt ja auch immer zu den Eigenlob stinkt, ne? Das bleibt dann irgendwo hängen. Ja, genau. Aber das stimmt überhaupt nicht. Eigenlob stinkt nicht. Ich sehe das so ein bisschen so, ne? Wie in einem Ärztelied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, finde ich gut, finde ich einfach prima, ja, und schenkt dir Mut, auch wenn es mal kein anderer tut. Also, klopft dir selbst mal auf die Schulter. Auch das, hey, warum denn nicht? Wenn es kein anderer tut, hier, hallo. Warum nicht? Ihr beschäftigt euch mit Dingen, ihr investiert Energie, alleine das macht euch ja schon zu einem Stück weit zu einem Experten. Für mich nämlich zu einer Art Motivationsexperten, weil nicht jeder findet die Motivation, sich hier nach einem 8-Stunden-Arbeitstag noch hinzusetzen und nebenbei Bilderöl zu lernen. Ja, auch das ist ein gewisses Expertentum. Und da darf man auch stolz drauf sein. Das finde ich schon und das darf man auch ruhig mal erwähnen und auch so für sich auf die Fahne schreiben. Ja gut, okay. Genug Geschwafel. Schreibt euch da was Schönes, nutzt das für euch aus, stellt euch positiv dar, sodass die anderen Menschen denken, oh ja, Mensch, der ist toll, das hört sich gut an, das spricht mich an. Und dann hier unten, wie gesagt, könnt ihr jetzt die Sprachen einstellen. Genau, hier Language, dann hier die einzelnen Skills, also wie gut ihr die jeweilige Sprache sprecht. Native ist dann quasi Muttersprache, Fluent ist schon super gut. Conversational, das heißt, man kann sich gut unterhalten und Basic ist so, ich kann mich vorstellen und kann vielleicht nach der Uhrzeit fragen und nach dem Bus oder sowas. Dann hat er da auch eine Vorstellung. Sprache ist bei mir natürlich German-Deutsch, genau. Das ist hier meine Muttersprache, beziehungsweise auch die von Alexandra muss ich ja jetzt hier nehmen und abholen. Genau, Englisch ist Alexandra, würde ich sagen. Conversational auf jeden Fall. Spricht Alex noch eine Sprache? Nee, nicht, dass ich wüsste. Gut, okay. Und dann gehe ich hier auf Continue. Jetzt Your Occupation. Also in welchem Geschäftsfeld du tätig bist. In welchem Geschäftsbereich. Ich nehme hier direkt Digital Marketing. Das passt ganz gut. Und jetzt fragt er, seit wann, von wann bis wann. Kann man ausfüllen, muss man glaube ich gar nicht. Und jetzt kann ich hier so eine Vorauswahl treffen. Choose 2 to 5, also 2 bis 5 meiner besten Skills im Bereich Digital Marketing. Jo, bei Alex ist das auf jeden Fall Social Media Marketing und Content Marketing und wahrscheinlich auch E-Mail Marketing. So, da ist die nämlich auch besser wie ich. Das mit dem Schreiben, das ist nämlich auch immer nicht ganz so mein Mega-Ding. Was haben wir da denn noch? Web-Traffic, jawohl. Und Web-Analytics, jo, und dann haben wir 5, ne? Mehr gehen nicht, genau. Dann hier nochmal Skills, also so zusätzliche Talente, die du vielleicht hast. Keine Ahnung. Also bei Alexandra ist das mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob es sowas hier gibt. Social Media Marketing, genau, so Social Media Posts und sowas herstellen. Experience Level, ja, da ist sie auf jeden Fall eher ein Expert, wie ein Beginner. Dann dieses Web Analytics. Kann die auch gut. Sagen wir mal Intermediate, würde ich sagen.
Ja, und also so seht ihr, müsst ihr eure persönlichen Skills hier eintragen und schätzt euch da ruhig auch ehrlich ein. Das ist auch nicht schlimm, wenn man da jetzt, so wie Gerard vorhin sagt, ja, ich bin ja noch Anfänger. Ja, ist doch okay. Dann trägst du die Hand und bist halt noch ein Anfänger. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht habe ich aber nur ein Budget von 5 € und suche einen Anfänger, der das für mich macht, weil ich mir einen anderen gar nicht leisten kann, zum Beispiel. Ne? Und ich habe bei Logo-Entwicklung auch schon öfter mal einen Anfänger genommen. Man muss Leuten ja auch mal eine Chance geben, auch auf der Plattform. Und ich muss sagen, da bin ich jetzt zweimal, habe ich das gemacht und bin da zweimal sehr gut mitgefahren, weil die natürlich sehr bemüht sind. Die wollen ja ihre 5 Sterne haben. Und das ist eure Geheimwaffe auf Fiverr. Oh, darf ich das hier so überhaupt sagen? Ist egal. Euer Druckmittel ist die Bewertung. Versetzt euch mal in eure Lage, ihr seid der Verkäufer. Und der andere sagt, du, wenn du das nicht hinkriegst, dann kann ich dir nur 1 Stern geben. Wenn du auf 5 Sterne aus bist oder auf 5,0 aus bist, ja, genau, dann geht dir das hart ab. Und so geht denen das auch. Okay? Das vielleicht auch immer noch mal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also die Bewertung ist eure Geheimwaffe auf Fiverr. So, dann Education. Ja, was habt ihr für eine Ausbildung? Erstmal hier das Land auswählen. Das ist bei mir Germani. So, und jetzt, wo bin ich zum Schluss gewesen? Was habe ich überall gemacht? Wo ist Alexandra denn gewesen? Die war auf der Fachhochschule und hat da einen Titel. Ja, du frag mich was, ey. MA, MBA, MA ist das, glaube ich, ne? MA, ich mean so. Dann wüsste ich jetzt so auch nicht. Da müsste ich auch jetzt hier Alexandra tatsächlich fragen, weil wie, was die da nun genau ist und wie sich das alles schimpft, das habe ich jetzt auch nicht so im Blick und wann das alle genau war. Da trage ich auch lieber nichts ein. Wenn die das Video guckt, gibt es nur Ärger. Was denkst du eigentlich, wie alt ich bin? Also da kann man nur mit ins Fettnäpfchen treten haben. Lasse ich das an der Stelle, glaube ich, mal frei. Vielleicht muss ich das ja auch nicht angeben. Schauen wir mal. Wenn ich es dann angeben muss, gut, dann gehe ich den Weg für euch. Ja, dann könnt ihr hier noch halt, wenn ihr irgendwo zertifiziert seid, bestimmte Certifications habt, zum Beispiel Builder All Certified Partner seid, könnt ihr das hier eintragen. Oder ich habe noch irgendwo, glaube ich, die ein oder andere Microsoft-Zertifizierung rumfliegen, die müsste ich dann mal wieder rausgraben aus den 2000er Jahren. Das ist natürlich auch ein paar Tage her, aber vielleicht zählen die noch irgendwas, dann kann man das da mit reingeben und eintragen. Ist auch immer die Frage, macht das zu dem Profil Sinn? Ich habe dann zum Beispiel irgendwelche CAD-Zeichendinger und Auszeichnungen. Was hilft mir das bei Webseitenprogrammierung? Also ist vielleicht auch nur, damit es toll aussieht und man hat da was stehen. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, für mich nicht unbedingt ein Muss. Ich habe da also selber jetzt auch noch nie nachgeguckt, ob ein Logo-Designer sich darüber qualifiziert, ob er hier irgendwo ein Studium abgeschlossen hat. Also ich gucke mir lieber die Arbeit an und finde die gut oder nicht und mache das darüber. Nur mal dazu. Gut, dann hier könnt ihr einen Link zu eurer Webseite nochmal eintragen, zu eurer persönlichen. Hier muss ich was angeben. Achso, von bis muss ich wahrscheinlich angeben. Digital Marketing seit. Wann haben wir denn das gegründet? Das war 2007, 2010, würde ich mal sagen. Ja, das ist jetzt auch geschätzt. Also 2010 bis jetzt. Okay, versuchen wir es mal. Ja, und dann lässt er uns weiter. Und jetzt fragt er hier, ob er uns zu bestehenden Accounts verlinken soll, zu Social Media Accounts. Er bietet hier an LinkedIn, Google und Facebook. Ich überspringe das mal. Es macht natürlich für euch Sinn, das mit euren Social Media Accounts zu connecten. Soweit ich weiß, ist die die Auftragsrate zwischen 3% und 8% höher, wenn man das über Social Media auch connected und promotet, seine Gigs. Okay? Ja, Gerard, eine Frage? Macht das dann einen Unterschied, ob ich jetzt die gewerbliche Seite nehme oder meine private? Ja, nee, nicht wirklich. Also, ich würde es natürlich grundsätzlich immer mit einer gewerblichen Seite, mit einer Fanpage connecten, die auch zur Thematik passt.
damit es zielgruppenkonform bleibt. Und nie mit deiner persönlichen, privaten Facebook-Seite. Die hat ja vielleicht im Zweifel gar nichts mit deinen Fiverr-Gigs zu tun. Ich überspringe das. E-Mail, sagt er, ist verified. Ja, haben wir vorhin. Telefonnummer müsste angeben, meine ich. War früher immer so. Moment, wir versuchen es mal. Es hat sehr viel geändert. Ja, nee, Telefonnummer müsste man angeben. So gibt er nur 30%. Du brauchst 70, um zu completen. Und ich glaube, die zählt jetzt 50. Nehmen wir mal die und genau, verified by SMS. Ja, jetzt muss man hier noch so eine Dingsfrage auswählen. Keine Ahnung, ich gebe hier mal irgendwas ein. Fechter. Fährst du mal nach Fechter? Fahr nicht zu schnell, sonst kommst du nicht weg da. Die haben dann Knast. So, dann Finish. Oh, hier. Nee, man muss doch mindestens ein Social Network connecten. Na, sowas. Dann nehmen wir hier mal den Meister Fatzebook. Hat irgendwas connected. Was auch immer. Okay. Wahrscheinlich mich jetzt, weil ich oben im Google Chrome angemeldet bin. Das ist jetzt erstmal egal, muss ich das nachher wieder disconnecten. Für unseren Versuch hier fürs Bootcamp soll es mal gut sein. Finish, jawohl, genau, all done. Und finish. So, und jetzt sind wir gleich im nächsten Bildschirm. Ja, jetzt wird es schon spannend und ein bisschen kribbeliger. Das Ganze, und zwar sind wir jetzt im Gig. Das heißt, hier können wir unseren Auftrag, unser Angebot erstellen. Ja, so. Da stoppe ich doch gerade mal die Bildschirmfreigabe und hätte jetzt ganz gerne von euch mal ein paar Ideen zu dem Thema. Was denkt ihr denn von euch, was ihr auf Fiverr anbieten könntet als Bilder-All-Leistung? Michel. Chatbot. Ja, Chatbot. Okay. Wenn wir aber im Low-Price-Segment starten. Chatbot für 5 Euro. Ja, vielleicht einen ganz einfachen. Oder nur so ein Template. Aber keine schlechte Idee, Chatbot. So, hier, nächsten. Haut was raus, Jungs. Was können wir noch machen mit Bilder-All? Was ist einfach in Bilder-All? Braucht wenig Zeit und wenig Know-how eigentlich. Michel, du hast eine Idee. Ich habe jetzt erstmal gedacht, Webseiten erstellen. Ja, genau, eine Landingpage. Was haltet ihr denn von einer Single Landingpage? Oder eine Bridge-Page von Funnel zu Funnel? Eine Anchor-Page. Eine Anchor-Page, ja. Wobei, alles jetzt Sachen, wenn ich an 5 Euro denke, ja, könnten wir machen. Wie könnten wir es machen? Ich würde so vorgehen, wenn ich das tatsächlich jetzt als Start machen möchte. Das ist meine Passion. Anchor Pages bauen. Okay? Und das ist euer Ding. So. Dann würde ich folgendermaßen vorgehen. Gerard, eine Frage dazu? Nee, ich sag mal, vielleicht noch irgendwie was Grafisches. Vielleicht ein Booklet oder ein Post, ein paar Werbeposts oder sowas vielleicht, dass wir da in diesem Sektor um 5 Euro auch bleiben. Ja, könnte man auch machen. Also als Social Media Post oder sowas herstellen. Ja, ist auch eine gute Idee. Mir ging es aber jetzt direkt um Bilder-All mit diesen Landingpages. Also wenn ihr so eine Landingpage für 5 Euro raushauen wollt, das könnt ihr machen. Ist auch keine schlechte Idee tatsächlich. Würde ich so vorgehen. Erstellt euch 4 Vorlagen. Und bietet den Gig denn so an, dass ihr dem Kunden sagt, er kann aus diesen 4 Vorlagen eine auswählen und da passt ihr ihm an, das Logo, das Impressum und seine Anschrift. Und der Rest bleibt so. Das könnt ihr da machen für einen Fünfer. Was habt ihr dann? Ihr habt die Vorlagen fertig, die könnt ihr an Bilder-All, was müsst ihr machen? Ihr habt die Vorlage ja schon in Bilder-All. Ihr geht rein, packt sein Logo da rein, packt seine Adresse rein, ruft das Impressum auf, überschreibt dort die Adresse im fertigen Impressum, speichert und schickt ihm das ganze Template. Immer in der Voraussetzung, er hat Bilder-All schon. Ne? Es geht nur, wenn er Bilder-All hat für 5.
Hörer? Impressum, also nicht den Datenschutz noch. Weil dann würdest du ja so eine halbgare Seite rausgeben. Der Datenschutz ist ja in der Vorlage schon mit drin, den musst du ja nicht anpassen. Anpassen musst du nur das Impressum, weil da seine Adresse drin steht, stehen muss. Das passt da an. Logo, Adresse auf der Webpage und Impressumsadresse, das passt da an. Der Rest ist hinterlegt. Datenschutzerklärung hast du hinterlegt. Die brauchst du aber nicht anpassen, weil die ja für die Webseite generell gültig ist. Auch für alle vier Funnels gleich ist, ne? Also das wäre eine Möglichkeit, ja, so könnte man vorgehen mit einer Landingpage. Habt ihr noch eine Idee? Total einfaches Tool, eine ganz einfache Geschichte. Michel? Wie heißt es jetzt? E-Mail schreiben für den. Ja, könnte auch, aber das ist ja nicht einfach. Oder findest du das einfach? Hey, super, wir haben einen gefunden. Ja. Ich dachte jetzt eigentlich an sowas wie, was ist denn mit dem Mockup-Tool? Ihr erstellt ihm eine Mockup-Grafik. Der schickt ein Foto von seiner Firma oder von seinem Logo und ihr zieht ihm das auf so einen Rechner und schickt ihm das Ding einfach wieder zurück. Für einen Fünfer. 15 Minuten Arbeit für einen Fünfer, ist das okay? Ja, das ist doch in Ordnung. Ja? Also, da werdet mal ruhig ein bisschen kreativ. Mit Builder.all kann man echt eine ganze Menge anbieten. Und nur damit ihr mal wisst, was überhaupt auf Fiverr so angeboten wird. Ich habe heute bei der Recherche wirres Zeug gesehen und gefunden. Einer bot an, ich male für dich mit einem Stock deinen Namen in den Sand am Strand und mache da ein Foto von und schick dir das. Das sollte kosten $32 oder so. Hey, hallo, geht's noch? Dann, was war das andere noch? Ich schreibe mit einem Lippenstift auf den Spiegel deinen Namen und schick dir davon ein Foto. Und mit Builder.all habt ihr eine Wahnsinnsplattform, wo ihr, ich weiß nicht, was für coole Dienstleistungen anbieten könnt. Mockups, den Video-Wrapper, ihr habt gesagt Landingpage, ihr könntet Bridge-Pages herstellen, ihr könntet eine Single-Anchor-Page herstellen, wenn ihr mit Vorlagen arbeitet. Chatbot war noch ein guter Einfall, auch wenn man mit einer Vorlage arbeitet und es nur um die Vorlage geht. Ihr könnt nicht, wenn der von Chatbot keine Ahnung hat, dem ein Chatbot einfach aufsetzen. Denkt daran, ihr müsst dann das mit einer Facebook-Seite connecten. Die Seite muss da sein, das Abonnement-Messaging muss durch sein, der muss eine Webseite haben, das muss implementiert werden. Wo hat er die Webseite? Garantiert nicht auf Builder.all, also dürft ihr den ganzen Mist auch noch überholen, die Seite nachbauen etc. Das könnt ihr nicht mal eben so machen, also um Himmels Willen. Nicht umsonst habe ich im Chatbot-Kurs gesagt, Minimum für sowas sind 500 Euro, weil Unternehmen kannst du es einfach nicht. Und das halte ich schon für, also ich würde es dafür nicht tun, sagen wir es mal ganz ehrlich. Ja, da wäre mir meine Zeit zu schade für. Warum? Dann soll der Kunde das selber, dann ist das was anderes. Wenn er bereit ist und sagt, hey, ich will das im Builder.all selber können, gut, dann ist das in Ordnung, dann kann ich damit leben. Aber nicht, wenn ich von extern alles noch rüberholen muss und ich weiß nicht was. Und hier jetzt auch, wenn ihr ein Chatbot-Template habt, ein kurzes, sowas, mir schwebt dann sowas vor, wirklich kurzes, ganz basic. Also zum Beispiel für eine Bäckerei. Der hat unten den Chatbot, der Chatbot sagt, hi, ich bin, was weiß ich, Botti, der Brötchenbot oder keine Ahnung. So, wir haben geöffnet von dann bis dann. Wir haben die und die Filialen und hier sind unsere Kontaktdaten. Und mehr kann der nicht. Ja, und dafür schicke ich ihm das Template. Nur das Template, nur dieses na, nur den Flow, den Bot-Flow. Das sich bei Builder.all installieren und das muss er selber. Sonst ist das wieder, geht das nicht für einen Fünfer. Gut, was haben wir noch? Was ihr noch machen könnt, ist einen SEO-Bericht herstellen. Habe ich euch das gezeigt, wie das geht, SEO-Berichte? Ist eine super Sache, um das auf Fiverr anzubieten. Gebe ich mal gerade frei. Wir springen mal ins Builder.all rüber unter Apps, SEO-On-Page-Berichte. Da gibt er hier die Webseite ein von demjenigen, der den Bericht wünscht. Der muss euch halt angeben, für was für ein Keyword und für welche Seite. Das könnt ihr nachher bei Fiverr, ich zeige das gleich nochmal, einstellen und vorgeben, was der euch für Daten liefern muss, damit ihr arbeiten könnt. Ich nehme jetzt hier mal für Deutsch, dann mal irgendwie eine Leerzeile zwischen. So sieht es besser aus. Und sende das hier jetzt mal und dann seht ihr halt, so, das ist dann der Bericht, den man kriegt. Der ist relativ ausführlich schon hier in Builder.all. Und er sieht dann hier,
klappt den einfach aus und schickt ihm diesen ganzen Bericht. Das druckt ihr aus und schickt ihm den, das oder macht einen Screenshot davon, schickt ihm das per Mail oder wie auch immer. Und so sieht er hier auch genau, was er zu tun hat. Pages that can't be crawled or indexed und so weiter und so fort. Also es steht auch zu jedem Punkt, was man machen muss, nach was das bewertet ist, was man eventuell verbessern kann, wenn das hier noch nicht alles auf Vollanschlag ist. Dann sagt er einem hier, das und das kannst du besser machen. Und sowas könnt ihr den Leuten auch verkaufen für einen Fünfer. Locker. Locker. Wie gesagt, macht da so ein bisschen Kundenrecherche. Guck mal, was die anderen für solche SEO-Berichte nehmen. Dies hier sei aber dazu gemerkt, es gibt richtig gute SEO-Berichte. Ich habe hier noch einen liegen, der ist, keine Ahnung, 20 Seiten lang. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack wie das Ding hier. Dies hier ist eher so ein Basic-Teil. Ja, also wenn ihr da guckt, nach Preisen sucht, Basic-SEO-Bericht und dann orientiert euch da so ein bisschen dran. Der ist aber wirklich, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Der ist wirklich sehr, sehr gut hier. Da kann man auch seine Seite wirklich sehr gut nach optimieren. Das hilft wirklich im Google-Ranking. Ist kein Gag. Ja, sind alles so Sachen. Wie gesagt, dann das Mockup-Studio. Ihr könntet Präsentationen machen, schwebende Videos und sowas. Ah, das ist schon wieder so viel Zeitaufwand. Das würde ich alles nicht mehr für einen Fünfer machen. Das sind dann vielleicht alles Sachen, wo ihr dann später mal, wenn ihr auf Fiverr ein bisschen Reputation habt, könnt ihr nachher ja auch ein bisschen teurere Sachen anbieten. Für bis zu 1.000 Euro und mehr. Ja, da könnt ihr nachher auch komplette Sales Funnels verkaufen. Oh, das ist übrigens auch noch eine super Idee. Ihr geht einfach her ins Canvas. Auch sowas kann man machen. Ich entwickle deinen Sales Funnel. Und dann gehst du ins Canvas. Und erstellst, ich nehme einfach mal einen fertigen hier. Erstellst so ein Funnel-Bild. Nur das Bild. Da machst du dann einen Screenshot von. Klick. Und das schickst du weg. Das war's schon. Ja, Sales-Funnel-Strategie. Fangt erstmal unten irgendwo an. Aber das sind Sachen, ja, überleg doch mal. Wenn wir einen Blueprint machen, wie lange brauchst du für einen Blueprint, Michael, in dem alten System, was wir vorher mal gelernt haben beim Lead Magnet Funnel? Chris, schaffst du das in einer halben Stunde? Nein, da habe ich sehr viel länger für gebraucht. Siehst du? Und wenn jetzt jemand sowas sucht und sagt, ach, Mensch, ich brauche so einen Sales Funnel, aber wie genau, erstens, ich weiß nicht mehr, wie genau war das noch, mich da jetzt 3 Stunden wieder hinzusetzen, zu recherchieren, das zusammenzubasteln, gucke ich vielleicht gerade lieber auf Fiverr, irgendwie geht ein einfacher Sales Funnel. So, dann haust du dieses Ding da raus. Zack. So geht uns ein einfacher Sales Funnel. Bitteschön. 5 Euro verdient. Cool oder cool? Ich finde auch. Gut, okay. Damit der Kurs nicht völlig hier aus dem Ruder läuft zeitlich, geben wir mal ein bisschen Gas hier. So, also, ein Gig anlegen. Ja, jetzt steht hier schon drin, I will do something I'm really good at. Ja, ich würde hier jetzt zum Beispiel reinschreiben, keine Ahnung, ich habe mir, glaube ich, irgendwie beim Bildschirm ein Beispiel zusammengewurstelt heute Vormittag. Ja, genau, ich habe auch eine Landingpage genommen. Ich erstelle eine einfache Landingpage. So, dann eine Kategorie, Digital Marketing, Subkategorie, Web Analytics, nee, gibt es hier nicht Site Building oder sowas, Web Traffic, das Digital Marketing nicht gut, Graphics und Design. Was hatte ich denn ausgesucht davon? Doch, war doch Digital Marketing. Und dann Mobile Advertising, nee. Ich hatte doch irgendwo was mit Web Analytics, Video Marketing, SEO, Social, nee, verstehe ich nicht. Nehmen wir also, ganz egal, so Search Text, da könnt ihr jetzt ein paar Tags eingeben, die dann eben auch mit eurem Gig zu tun haben. Also sowas wie Landingpage, genau, und dann schreibe ich da schon vor, oh, Landing Pages, oh, Landing nehmen wir erstmal. Pages nehmen wir, dann hat er vorgeschlagen, Landing
Pages als Mehrzahl, wie viel dürfen wir? 5 Stück, solltet ihr dann auch alle benutzen. 1, 2, 3, was könnten wir denn noch nehmen? Webseite und, keine Ahnung, Zeitbilder, irgendwie was. Ich nehme hier mal erstmal irgendwie was. Auch da, ne? Macht das nicht so flüchtig wie ich hier jetzt für den Kurs, sondern lasst euch da Zeit bei, überlegt vernünftig, was Sinn macht, damit die Leute das auch finden. Was würdet ihr hier oben eingeben, wenn ihr nach einer Landingpage sucht? Das sollte hier als Keywörter auftauchen. Okay? Gut, ich lasse das so. Save and continue. Da gebe ich garantiert nicht Zeitbilder ein, so wie ich jetzt gerade geschrieben habe. Ne? Das ist so ein bisschen Quatsch denn da an der Stelle. Okay, so, hier geht es weiter mit, er führt euch hier oben durch. Overview, Pricing, Description, Requirements, Gallery und Publish. Dann sind wir damit durch. Wir sind jetzt hier im Pricing, das heißt, wir müssen Preis festlegen. Jetzt seht ihr schon wieder diese 3 Spalten, Basic, Standard, Premium. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht oder nicht geht. Früher ging es nicht, konnte man immer nur im Basic. Man musste sich für diese anderen beiden erstmal qualifizieren. So und so viel Bewertungen und Verkäufer haben auf Fiverr, um das überhaupt freischalten zu können. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil das sieht mir hier aus, als ob man das alles jetzt schon direkt auswählen kann. Genau wie die Preise, das war früher immer auf 5 Dollar Startpreis begrenzt. Anscheinend kann man jetzt direkt schon hier loslegen wie verrückt. Ja, sieht so aus. Ja, dann braucht ihr euch vielleicht auch nicht nur an kleine Dienstleistungen halten, dann könnt ihr auch mal einen ganzen Bot raushauen für 500 oder so. Und wie würde ich da jetzt vorgehen? Also mit dem Beispiel Landingpage, dann machen wir es direkt hier komplett am Beispiel Landingpage mal eben fertig. Und zwar Landingpage, nee, da schreibe ich nochmal auch wieder Basic vor, damit das ganz klar ist, Basic Landingpage. So, describe the details of your offering, und zwar one single landing page with your logo and colors. Achso, wir hatten das auf Deutsch vorhin, ne? Dann sollten wir das vielleicht auch auf Deutsch schreiben, das ist natürlich sonst doof hier. Also eine Landingpage. Eine Landingpage inklusive ihres Logos und ihrer Farben oder irgendwie so Farben. So, Delivery Time. Das setzt immer groß genug an. Es kommt überhaupt nicht gut, wenn ihr sagt, ihr liefert in 5 Tagen und schafft es dann nicht. Katastrophe. Jetzt hier bei meiner Landingpage bin ich eh so vorbereitet, diese 4 Vorlagen, die ich anbiete, hey, such dir aus den 4 Vorlagen bitte eine Landingpage aus, die ich dir dann mit Logo, Farbe und deiner Adresse anpasse. Die habe ich schon fertig. Die Landingpage ist da fertig. Da gibt es gar kein Vertun. Das habe ich schon stehen. Da fange ich nicht erst mit an, wenn der Auftrag reinkommt. So, und ich gebe trotzdem an 5 Tage. Warum mache ich das? Weil ich nachher das als Upsell, ja, Gerard, wolltest du auch gerade sagen, ne? Weil du das nachher als Upsell verkaufen kannst, Lieferzeit 3 Tage, Lieferzeit 1 Tag. Und der Kunde freut sich, wenn du ihm 5 gibst und machst es in 3. Denk an die Enterprise. Das eventuell auch noch, genau. Ja, wobei, da würde ich mich schon wieder eher zurückhalten, weil, wie gesagt, ich würde das immer als Upsell verkaufen wollen. Leute, die Not haben, sind gerne bereit, viel Geld auszugeben. Denkt immer dran, wenn ihr das bucht, ihr müsst es auch liefern können. Und mit 5 sind wir mehr als fett bemessen. Aber wie gesagt, lieber so wie andersrum. Okay, das fürs Basic Package. Dann Revisions, also wie oft macht ihr eine Nachschau oder wie oft verbessert ihr? Ne? Was ist drin unendlich? Oder ich sage hier mal 2. Ja, also der darf 2-mal meckern und sagen, das Logo sitzt aber nicht weit links genug oder ich hätte das lieber mehr in der Mitte oder das ist mir zu klein oder ich hätte das lieber größer oder so sowas. Hm? 2-mal, Preis 5 Dollar. So, und jetzt könntet ihr hier anbieten, zusätzlich noch ein Standard-Package. Dann würde ich hier reinschreiben, Standard-Landing-Page. So, die hat vielleicht dann nicht nur
eine Landingpage, sondern eine Landingpage plus, was weiß ich, ein Checkout-Formular, was dann noch mit einer Mail connected ist oder sowas. Das kostet dann aber nicht mehr $5, sondern schon von mir aus $50 und dann hast du noch ein Premium-Package, build a complete Funnel with three pages, including Opt-in Page, Thank You Page und Confirmation Page von mir aus für $500. Okay? So, und dann, ja, jetzt genau, können wir hier unten diese Extras, Fast Delivery, Basic, Select, so, 5 Days, ach nee, ja, gesagt, drei Tage, dann kostet es $15 und ach so, nee, das ist jetzt nur für da. Da kann ich gar nicht mehr 2 eingeben. Okay. Na gut, dann machen wir halt, wenn wir an einem Tag, dann nehmen wir $50 statt $5. Gut, dann gibt es hier Additional Revision, also für jede zusätzliche Revision, ob du da was nehmen willst und Stockfotos. Ja, ob du da dann noch so Bilder dran hast, brauchst du eigentlich nicht. Ja, dann gibt es hier noch so Extras. Ne? Konnte man früher auch nicht direkt gleich freischalten. Kannst du noch hier irgendein Extra hinzufügen? Keine Ahnung. Ich schreibe dir noch die ersten 3 E-Mails für $50 extra oder sowas. Nochmal wieder als so eine Art Upsell, wenn du so willst. Ne? Zusatz-Upsell zu dem eigentlichen Standardprodukt. Ich lasse das so, sage jetzt Save and Continue. Jetzt muss ich die Packages auswählen oder was? Ah, weil hier oben 3 Packages angehakt ist. Guck mal, ah, das ist auch neu. Okay, ah, ja, jetzt sieht es auch so aus. So sah es früher immer aus und man musste unlock your potential. Genau, with 3 Packages. Dann musste man nämlich früher erst unloggen. Konnte man das hier nicht oben einfach anstellen. Gut, ich habe jetzt hier das Basic-Ding drin. Sagt jetzt Save and Continue. So, und jetzt kommt wieder diese Langbeschreibung, die wir uns vorhin mal auch angesehen hatten bei den anderen. Ja, da müsst ihr halt jetzt auch wieder viel, 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 viel Prosa reinschreiben. Ja, beschreibt nochmal ganz genau eure Leistung. Was ist da jetzt wirklich genau drin? Also ich würde hier jetzt nochmal reinschreiben. Bitte suchen Sie sich aus meinen 4 Vorlagen eine aus. Und dann würde ich auch reinschreiben, was ich benötige. Wobei der Punkt kommt gleich auch nochmal extra. Aber je genauer ihr das beschreibt, umso weniger Ärger gibt es nachher. Und umso eindeutiger läuft es. Und dann seid ihr auch sicher, dass ihr nachher die 5-Sterne-Bewertung bekommt. So. Frequently Asked Questions gibt es hier dann noch. Könnt ihr hinzufügen, wenn es so Standardfragen gibt, die auftauchen. Keine Ahnung. Kann ich die Landing, brauche ich für die Landingpage Builderall? Das ist zum Beispiel eine super wichtige Frage. Ja, ohne Builderall geht das nicht. Na? Könntet ihr auch hier in die Beschreibung schon mit reinschreiben. Achtung, achten Sie bitte darauf, dass diese Landingpage und dieses Angebot gilt nur für Leute, die schon Builderall haben. Also oder man braucht Builderall, um diese Page importieren zu können. Ganz wichtig, nicht, dass der denkt, du machst noch irgendwo für ihn das Hosting mit WordPress bei sonst wem. Ja, dann ist jetzt die Hostinggebühr schon teurer wie das, was du im Gig genommen hast. Also wichtig, beschreibt das. Hier könnt ihr Standardfragen beantworten, hinzufügen und beantworten. Und genau, die muss mindestens 120 Characters long sein, hier die Beschreibung. Keine Ahnung, machen wir hier mal ein bisschen. Gehen wir das. So, das soll wohl reichen. Und Save and Continue. So, genau. Und jetzt kommt Tell your buyer what you need to get started. Also was brauchen wir von dem? Wir bräuchten jetzt von dem erstmal Auswahl der Vorlage. Bitte teilen Sie die Nummer mit. Was weiß ich. Und dann sagt er Nummer 1, 2, 3, 4, 5 hat er sich ausgesucht von euren Vorlagen. Dann brauchen wir von ihm Logo-Datei als PNG oder PDF oder JPEG, sagen wir mal, mindestens
500 Pixel Auflösung. So, was brauchen wir noch von dem vollständigen? Vollständigen Firmennamen und Adresse sowie Steuernummer und ja, das erstmal zu den Firmendaten und dann brauchen wir vielleicht noch Name des Datenschutzbeauftragten. Eventuell muss der im Impressum genannt werden. Darum braucht man den Namen auch. Okay? Habt ihr Fragen bis dahin? Ja, gut. Dann Answer Type, Free Text, Multiple Answer könnt ihr jetzt auch vorgeben. Ist noch hier eine Option. Hätte ich jetzt auch vorgeben, hier reinschreiben können, welche Vorlage 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann man die einfach auswählen mit so einem Check. Ja, kann man machen, muss man, er kann ja auch die Zahl da reinschreiben, also ganz wie ihr wollt. Achso, one requirement muss da drin sein. Pretext Multiple ein Teach File. Wir haben noch ein Requirement. Achso, ich muss das erst adden. Ja, hier, wieder doof, ne? So, jetzt habe ich ein Requirement geaddet. Ich hätte jetzt diese hier alle einzeln schreiben müssen. Auswahl der Vorlage, Requirement 1. Logodatei, Requirement 2. Firmennamen, Requirement 3. Adresse, Requirement 4 und so weiter. Das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Gut, Save and Continue. Ja, so und jetzt haben wir hier ein Gig-Video. Jetzt kann ich für diesen Auftrag noch ein Video hinterlegen, um dem Kunden zu erklären, hey, was mache ich da genau, wie, was und wo, was beinhaltet das? Habt ihr ja vorhin auch gesehen bei diesem Logo-Fuzzi. Ich kann auch einfach Videos von meinem Produkt machen oder von meinen Produkten, die ich schon gemacht habe hier mit Kunden auf Fiverr und packe das alles in so ein Video. Dann können die Leute sich das angucken, meine Arbeit angucken, was ich mache. Das geht ja auch mit Fotos, 3 Stück oder ja, dies mit dem PDF, was sagt er dazu? We only recommend adding PDF-File if further clarifies the service you will be providing. Also, PDFs sollte man nur einfügen, wenn die dazu dienlich sind, dein Produkt besser zu erklären, den Leuten verständlicher zu machen, was deine Leistung beinhaltet. Sonst lasst die PDFs raus. Dafür habt ihr ja die Produktbeschreibung vorhin gehabt, davor gehabt. Das ist doof, wenn der auf Fiverr extra erst irgendwas reinklicken muss, um die Produktbeschreibung zu lesen. Das macht keiner. Das ist man da nicht gewohnt. Da hat man das unten in dieser Langbeschreibung. Da schreibt ihr das bitte rein, nicht in den extra PDF. Lasst das weg. Aber Fotos und Videos sind immer gut. Habt ihr ja vorhin auch gesehen auf dem Screen. Man sieht dann eher, was der kann. Macht dann ein paar Fotos von euren, wenn ihr 5 Vorlagen habt, von 3 Vorlagen rein und gut ist. Achso, müssen wir ein Image haben? Okay, nehmen wir auch gerade irgendeins. Was nehmen wir denn? Was darf ich denn nehmen? Nee, das ist Copyright geschützt, das kann ich nicht nehmen. Wir können hier den Eric nehmen. So. Und Save und Continue, almost there. Jetzt, wenn ich hier auf Publish klicke, veröffentliche er das Ding und dann ist das bei Fiverr on. Das war's. Ja, ist das eine coole Sache? Gut, ihr Lieben, Hausaufgaben ist dann für morgen, legt euch einen Fiverr-Account an und bereitet euch offline euren ersten Gig schon mal vor. Überlegt euch, was ihr vielleicht machen wollt als ersten Gig. SEO, On-Page-Optimierung, Landing-Page, irgendwie was, Mockup anbieten. Mein Ratschlag ist, nehmt was möglichst Einfaches, was euch kaum Arbeit macht. Ich finde, eine Landingpage jetzt zum Starten ist schon ein ziemlicher Brocken. Da musst du sehr viel mit dem Kunden hin und her kommunizieren. Ich würde starten mit sowas wie Mockup, Video Wrapper, komprimiert den Leuten ihre Files, baut vielleicht Präsentationen, sowas anbieten. Guck mal auf Fiverr nach Chatbot-Templates.
was es da schon so zu gibt oder nicht zu gibt, wer da Spaß dran hat, so ein bisschen am Programmieren. Was hatten wir denn noch? Ja, die SEO-Berichte. Ist halt ein super einfaches Tool. Ne? Lasst euch das Keyword geben, wäre ein Requirement, und die Webadresse, um die es geht. Beides eintippen, das Ding kommt raus, ausdrucken. Ich würde mir das einfach screenshotten, ausdrucken, das Ganze als PDF nochmal wieder einlesen. Hier mit PDF-Candy könnt ihr das ja, ist ja kostenlos. Machst ein schickes PDF draus und schickst ihm das dann per E-Mail. Und wenn du das einmal gemacht hast, beim zweiten Mal, ich glaube, da braucht man keine 3 Minuten für. Und dann hast du die 5 € abgesahnt. Das kann ein spannender Stundenlohn sein. Und wie gesagt, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, was du auf Fiverr stellst, wenn das günstig genug ist, also innerhalb von 1 Monat hast du garantiert den ersten Auftrag. Hat bislang immer geklappt. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei und hoffe, wir sehen uns morgen um 8 Uhr wieder beim zweiten Tag von Fiverr. Ciao!